Hallo Simone, wir sind ja hier bei euch auf dem Blaserstand und in der neuen Kollektion werdet ihr ja jetzt Echtpelz verwenden. Richtig. Wie kam es dazu? Also wir haben ja schon vor Jahren auch mal Echtfell gehabt an Kapuzen, wie es halt so der Trend auch in der Modeszene ist. Wir haben uns davon aber doch relativ schnell wieder verabschiedet, weil ich gesagt habe, das kann eigentlich nicht unsere Richtung sein. Ja? Also gerade von der Jagd kommend muss es auch andere Wege geben als diese Farmproduktionen, muss man ja schon fast sagen, und schon auch Quälereien. Und haben uns dann komplett erstmal vom Echtfell verabschiedet, haben dann jetzt einige Jahre, muss ich auch sagen, nur Kunstpelze verwendet an Kapuzen oder auch mal als Innenleben. Und jetzt ist seit letztem Jahr Fellwechsel entstanden, ja, vom DJV hat damit ja gestartet und hat uns auch angesprochen, inwieweit wir da mit einsteigen und dieses Thema als natürlich Jagdunternehmen mit ihnen zusammen halt das groß zu machen und einfach wieder aufzuzeigen, Mensch, zum Thema Nachhaltigkeit, ja, die Verwendung, man schmeißt so viele Tiere, werden einfach weggeschmissen, verbrannt oder so, und das ist einfach echt schade zu sehen, dass da die Verwertung gar nicht da ist und die Nachhaltigkeit. Und dann haben wir gesagt, das ist jetzt wieder genau das Thema, wo wir auch mit einsteigen wollen. Und das sehen wir auch als zukunftsträchtig an. Und deshalb sind wir jetzt da wieder mit Fellwechsel zusammen als Premium-Partner unterwegs. Genau, Stichpunkt Fellwechsel, das ist ja ein ziemlich neues Projekt, was sehr zukunftsträchtig auch ist. Ich hoffe, ja. Wie schauen die Kriterien aus? Also werdet ihr beliefert oder wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Also wir haben natürlich die Auswahl, ja, die Fellwechsel an uns ranträgt, wie viele Tiere, welche Felle sie haben. Wir haben jetzt aber erstmal im ersten Step gesagt, dass wir uns erstmal, wir ja auch noch nicht das Gefühl dafür haben, wie gut wird das jetzt wirklich anerkannt. Ja? Ist dem Endverbraucher das wirklich jetzt schon wichtig, ja, zu sagen, Mensch, das ist jetzt wirklich wieder eine gute Sache, oder ist ihm das noch ein Stück weit relativ gleichgültig, dass er sagt, nur, ob das jetzt von einem Farmtier ist oder nicht. Hauptsache es ist schön. Das können wir selber noch nicht so genau absehen. Das müssen wir jetzt ja auch mit Fellwechsel zusammen erstmal gucken, wie ist die Resonanz im Markt. Deshalb haben wir uns auf drei Geschichten konzentriert. Auf den Waschbären bei den Herren, auf einen geschorenen Sumpfbiber und auf einen Steinmarder. Steinmarder, ja. Genau. Also ich denke mal auch, das sind jetzt nicht so Waschbär eher, aber Steinmarder und Sumpfbiber ist jetzt im Moment noch nicht so geläufig. Ja, ein Fuchs ist das schon eher. Wollte ich gerade sagen, hier hängt schon in der Fuchs. Vielleicht im nächsten Step werden wir das sicherlich auch noch erweitern. Ja, aber natürlich jetzt erstmal im ersten Step, ja, wollen wir erstmal gucken, wie die Richtung jetzt geht. Ja, wunderbar. Und wird das jetzt, also du hast ja jetzt schon anklingen lassen, dass ihr das jetzt versuchen wollt. Genau. Wie schaut denn genau die Zukunft aus? Wollt ihr das jetzt erstmal einmal erproben, wie es am Markt ankommt? Oder? Nein, also wir haben natürlich schon gesagt, für uns ist das auch ein langfristiges Thema. Mhm. Ja, also das wollen wir natürlich schon auch ausweiten. Ja, also wir können uns auch noch diverse andere Produkte mit Echtfell vorstellen. Und aber wie schnell, in welcher Schnelligkeit das jetzt vorwärts gehen wird, das können wir jetzt noch nicht genau absehen. Also das sind jetzt erstmal die drei Artikel, mit denen wir starten dieses Jahr. Im Herbst kommen die auf den Markt dann. Ja. Und dann gucken wir mal Step by Step, dass wir es erweitern. Ja, wunderbar. Das hört sich doch gut an. Ja. Drück auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Dass es ein Erfolg wird. Vielen Dank. Und vielen Dank, dass du uns Fragen beantwortet hast. Sehr gerne.